Die süddeutschen Länder wachten nachdrücklich auf ihre Identität und ihren Einfluss im Reich. Bekanntlich hatte Bismarck dem bayerischen König Ludwig II. Die Zustimmung zur Reichsgründung durch eine höchst lukrative Zuwendung in der Höhe von etwas über 4 Millionen Goldmark erleichtert, die dieser vor allem in den Ausbau seiner schönen Schlösser investierte und damit einige bis heute wirklich bleibende, höchst anziehungskräftige Touristenziele schuf. War denn nun die bis dato offene deutsche Frage beantwortet? Niemand wusste genauer als Bismarck selbst, dass es zentral darauf ankam, das Reich nicht als eine neue Gefahr für das europäische System entstehen zu lassen. Nachdem unter seiner Führung die deutsche Einigung 1871 in mehreren Kriegen zusammengekämpft worden war, galt es jetzt, sie durch Klugheit und Selbstbeschränkung zusammenzuhalten. Bismarck wollte das durch die Einigung Deutschlands in Wanken geratene europäische Gleichgewicht, die alte Ordnung des Wiener Kongresses, auf neuer Ebene wollte er sie stabilisieren, um Preußen, Deutschland einen gleichgewichtigen Platz neben den anderen europäischen Mächten zu verschaffen. Er wusste, dass eine Politik der Mäßigung, des Ausgleichs hierfür notwendig war. Ihm schwebte das Deutsche Reich als Mittler oder gar als Brücke zwischen dem Westen und dem Osten Europas vor, Drehkreuz für kulturellen und wirtschaftlichen Austausch und politische Ansprüche, Durchgangsland und Hinderungsblock zugleich. Die geopolitische Lage war bestimmend. Wenn es gelang, Auseinanderliegendes zu verbinden und Verschiedenartiges zusammenzubringen, konnte dies für Deutschland selbst nur von Nutzen sein. Andererseits sollte jeder, der in Europa nach Macht oder gar nach Vorherrschaft strebte, mit Deutschland zu rechnen haben. Rasch wuchs das neu gebildete Reich zu einer bedeutenden Macht heran. Es war nicht stark genug für eine Vormachtsrolle auf dem Kontinent, aber es hatte zu viel Gewicht in einem Bündnis unter mehr oder weniger Gleichen. Das Wichtigste also war zu verhindern, dass es zu Bündnissen gegen Deutschland kommen könne. Bismarck sprach von einem Cauchemar des Coalitions, dem es durch eine deutsche Politik des Ausgleichs zu entgehen galt. Schon er musste sich aber im eigenen Land gegen andrängende Forderungen nach deutscher Teilhabe an Kolonien und Geltung zur Wehr setzen. Ein Glanzstück seiner europäischen Beruhigungspolitik vollbrachte er 1878 auf dem Berliner Kongress, auf dem er entscheidend dazu beitrug, einen Ausweg aus den schweren Spannungen der Mächte um den Balkan herum zu finden. Wer heute von Ihnen in das Rote Rathaus nach Berlin fährt, dort in den großen Saal, der findet dort das prächtigste Gemälde des Malers Werner, wo Bismarck der ganzen europäisch versammelten politischen Garde den Frieden in Bezug auf den Balkan quasi diktiert. Ein schönes Bild und trotzdem ziemlich mutig, fast etwas aberwitzig, es heute im Roten Rathaus in Berlin aufzuhängen. Es gab den Zweibund mit Österreich und vor allem den Rückversicherungsvertrag mit Russland, um in der Mitte des Kontinents bestehen zu können. Mit Recht sprach Bismarck von der schwierigen Kunst eines Spiels mit 5 Kugeln. Er war ihr gewachsen, aber nur er. Er hatte es vermocht, dem Deutschen Reich eine Zeit lang wirklich Gewicht zu verleihen, ohne Europa dadurch in ernste Unruhe zu versetzen. Nach Wilhelm I. war sein Sohn Friedrich Kaiser geworden, mit einer Tochter der britischen Queen Victoria verheiratet
liberal und umsichtig, aber schon bei der Thronbesteigung war er todkrank. Und unter Wilhelm II., seinem Sohn, ging die Behutsamkeit allmählich verloren. Nicht nur in Deutschland, allgemein in Europa heizten sich nationale Gefühle immer mehr auf. Es wurde etwas Bedeutsames, einer bestimmten Nation anzugehören. Man ging dazu über, sich anderen Nationen überlegen zu fühlen. Das Bild des eigenen Landes wurde überhöht, das Bild des Nachbarn herabgesetzt. Auch den Deutschen schien Europa als Bezugsfeld zu eng. Also wollten sie teilhaben an der Welt. Sie wollten gewissermaßen in Jahren nachholen, was sie, wie sie meinten, jahrhundertelang versäumt hatten. Die von Bismarck errichteten Dämme der Mäßigung waren brüchig. Die Deutschen des ausgehenden 19. Jahrhunderts strebten zu neuen Ufern, mit Volldampf voraus, wie Wilhelm II. Es gern zu sagen pflegte. Das friedliche Arkadien, das Deutschland früher einmal gewesen sein mag, bestand nicht mehr. La patrie de la pensée, also die Heimat des Denkens, wie Madame de Staël es genannt hatte, strebte jetzt nach Macht und militärischem Glanz, auch, wie schon erwähnt, zur See und auf anderen Kontinenten. Deutschland war nicht länger das Bleigewicht am Stehaufmännchen Europa, wie Bismarck es gewünscht hatte. Es wurde mehr und mehr zu einem Staat auf der Suche nach einem Imperium, welches den Status quo in Zweifel zog. Es wurde zu einem Unruheherd. Verbündete wurden verunsichert, Besorgte distanzierten sich, Gegner wurden zu Feinden. Ganz zweifellos war Deutschland nicht Urheber, sondern nur verspäteter Teilhaber des Nationalismus in Europa. Doch indem die Deutschen in die Welt ausgriffen, führten sie schließlich die meisten ihrer Nachbarn zu einer großen Koalition gegen sich zusammen. Damit war die zentrale Sorge Bismarcks Wirklichkeit geworden. Der Erste Weltkrieg begann, an seinem Ende war Deutschland besiegt. Bei unseren Nachbarn stärkte der Sieg ihr nationales Bewusstsein nachhaltig. Das deutsche Nationalgefühl dagegen wurde mit den Beschlüssen von Versailles gedemütigt. Die Pariser Vorortverträge brachten insgesamt nichts weniger zustande als eine Befriedung Europas. Der Kontinent blieb von schweren Spannungen erfüllt. Gewiss, auf allen Seiten gab es einzelne Staatsmänner, die die Gefahren erkannten und versuchten, ihnen verantwortungsvoll entgegenzuwirken, im Ausland wie auch in Deutschland. Und doch waren die Widerstände zu groß. Der Erfinder des Völkerbundes, Amerikas Präsident Woodrow Wilson, hatte sich international zurückziehen müssen. Denn die prägende Stimmung in seinem eigenen Land, in den USA, erzwang nun eine neue Phase der Isolation. Die den Deutschen auferlegten Strafen und Pflichten erwiesen sich vor allem als neue Krisenursachen. In unserem Land herrschte von links nach rechts Übereinstimmung, dass es gelte, die Bestimmungen von Versailles zu verändern. So war es bei allen Reichskanzlern der Weimarer Republik, bei den Sozialdemokraten unter ihnen, bei Gustav Stresemann und in den Präsidialkabinetten unter Hindenburg. Ihre Aufgabe sahen sie darin, das Spannungsfeld zwischen einer solchen Revisionspolitik einerseits und sorgfältiger Friedensbewahrung andererseits zu meistern. Großbritannien hatte über das dafür deutlich mehr Verständnis als Frankreich und die kleine Entente. In Berlin wurde eine Linie ohne allzu enge Bindungen oder gar Allianzen mit dem Osten oder dem Westen angestrebt.
Das war also wieder die bekannte und in Europa ja berüchtigte Sorge, dass Deutschland seinen Sonderweg suchte, seinen nie ganz berechenbaren Bewegungsspielraum in der Balance zwischen Ost und West. Aufgrund der russischen Revolution hatten sich die europäischen Mächte weiter als früher voneinander entfernt. War das die Chance, die Verführung für die Deutschen, als unabhängiges Weltkind in der Mitte seinen politischen Platz zu suchen, eine Antwort auf die Frage nach Deutschland? In Wahrheit war dafür aber die Lage innerhalb Deutschlands viel zu labil. Der Übergang vom Kaiserreich zur Republik im geschlagenen Land hielt allzu viele gesellschaftliche Gruppen auf Distanz zur neuen Staatsform. Die radikalen Flügel links und rechts verstärkten sich. Entscheidend blieb es aber vor allem, dass die Zahl und die Kraft der aktiv tätigen, bejahenden Demokraten viel zu lange viel zu schwach blieb. Als es dann im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise bei uns zu schwerer sozialer und wirtschaftlicher Not kam, gelangte Hitler an sein Ziel. Von Beginn an ging es ihm darum, die Geschichte umzuschreiben. Er bekannte sich zur einmaligen Besonderheit der deutschen Nation mit ihrer germanischen Rasse. Andere Rassen qualifizierte er als minderwertig. Sein Ziel war Lebensraum für sein Volk und rassische Weltherrschaft. Zwar begann sein Amt zunächst mit einer Reihe außenpolitischer Erfolge. Das Saarland kehrte nach Deutschland zurück. Mit London gab es ein Flottenabkommen, mit dem Vatikan ein Konkordat. Die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht und die Besetzung des Rheinlandes erfolgte ohne fühlbaren Widerstand der Westmächte. Umso entschlossener rüstete er jedoch für den Krieg und für sein grauenhaftes Ziel, ein ganzes Volk, die Juden, auszurotten. Die Folge war der Krieg mit der halben Welt, Völkermord im deutschen Namen. Deutschland wurde zerstört, besiegt, besetzt und geteilt. Auch wenn die meisten Deutschen die unvorstellbar schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht gekannt und noch weniger gewollt hatten, was konnte danach das Wort Deutsch denn noch bedeuten? Zunächst verlor Deutschland quasi seine politische Existenz. Die Siegermächte hatten eine bedingungslose Kapitulation verlangt und durchgesetzt. Einen Friedensvertrag gab es nicht. Man hatte sich lediglich im Februar 1945 in Jalta auf eine Zerstückelung Deutschlands und Österreichs in verschiedene Besatzungszonen geeinigt. Am 8. Mai 1945 ging der deutsche Nationalstaat formal unter. Gleichzeitig hatten die Sieger den ganzen Kontinent zwischen Ost und West geteilt. Europa schien jetzt nur noch die Funktion einer Pufferzone zwischen den beiden globalen Mächten übrig zu bleiben. Und dennoch ging die deutsche Geschichte 1945 nicht zu Ende. Ob Deutschland als Staat überhaupt noch existierte, war zwar unklar. Für die meisten Deutschen stand ja auch nicht diese historische Frage im Zentrum ihres Bewusstseins, vielmehr die Kraft zum Überleben und zum Wiederaufbau. Doch das bestimmende Element wurde nun alsbald der Kalte Krieg selbst, der Kalte Krieg zwischen den Siegermächten. Er wirkte